Ja, jetzt stehe ich hier am Brockenstein. Ich bin Carsten in Ilsenburg und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich bin mal wieder in den Harz gefahren und zwar diesmal, weil ich heute mal wieder auf den Brocken aufsteigen möchte, aber diesmal über den Heinrich-Heine-Weg. Der geht von Ilsenburg aus auf den Brocken und soll so ziemlich der schönste Weg auf den Brocken sein, wenn nicht sogar auch der anstrengendste Weg. Also ich bin mal gespannt, was mich heute auf dem Weg erwartet. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit. Ja, ich wundere mich gerade ein bisschen, weil eigentlich ist das Wetter ja relativ schön. Die Sonne kommt raus. Das wurde eigentlich so gar nicht angesagt. Bin mal gespannt, wie das Wetter oben auf dem Brocken ist. Ja, man merkt schon, dass oben auf dem Brocken Schneeschmelze ist, dementsprechend viel Wasser führt natürlich auch die Ilse. Ja, jetzt weiß ich, warum gesagt wird, dass dies hier der schönste Weg zum Brocken sein soll. Ja, das ist gerade so schön hier, auch wenn es hier rauscht wie an der Autobahn. Aber dieses Rauschen hier ist komplett natürlich. Es kommt halt von der Ilse. Ja, und jetzt befinden wir uns an den unteren Ilsefällen. Ja, wenn das kein toller Wanderweg ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, hier führt der Heinrich-Heine-Weg über den sogenannten Bremer Weg, der auch zur gleichnamigen Hütte führt. Und da will ich jetzt erstmal hin, weil da gibt es dann mal wieder einen Stempel. Ja, und da oben kommt jetzt das erste Mal das Ziel in Sicht. Ja, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was der Grund für den heutigen Brockenaufstieg ist.
Und zwar gibt es oben auf dem Brocken ein Hotel. Und seitdem ich weiß, dass da oben ein Hotel gibt, war mir klar, dass ich irgendwann mal da oben schlafen werde. Und ja, ich komme dieses Jahr nicht großartig in den Harz. Ich will mir noch ein paar andere Sachen anschauen. Und habe jetzt aber ein paar Tage frei und habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das jetzt mal, dann fährst du jetzt mal ins Brockenhotel bzw. Geße. Deswegen habe ich auch heute mal einen großen Rucksack mit. Ich hoffe ja, dass morgen vernünftiges Wetter ist, morgen früh, weil ich würde ganz gerne den Sonnenaufgang auf dem Brocken filmen. Aber da muss ich erstmal abwarten, ob das überhaupt was wird. Ja, den Stempel Bremer Hütte Obere Ilsefälle, den habe ich jetzt, würde ich sagen, dann geht es jetzt weiter. Ja, die Schneefallgrenze, die ist jetzt deutlich überschritten und bin jetzt gleich an der Hermannsklippe und von da aus geht es dann den Endspurt hoch auf den Brocken. Also es ist jetzt hier schon anstrengend genug. Endspurt deshalb, weil das soll dann das steilste Stück auf diesem Weg hier sein. Bis zu 15% Steigung. Na, da lasse ich mich mal überraschen. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch, um auf den Brocken zu kommen. Dann gehe ich halt langsam. Ja, dann gibt es jetzt einmal den Blick von den Hermannsklippen. So langsam fängt es an, sich zuzuziehen. Aber in Anbetracht dessen, dass ja eigentlich heute komplett bewölkt sein sollte, bin ich ganz zufrieden mit dem Wetter heute. Und hier ist dann der Hirtensteig. Hier geht es jetzt 2,8 Kilometer steil hoch auf den Brocken. Na, schauen wir mal. Ja, da drüben sind die Antennen von Torfhaus. Ich weiß gar nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt. Ja, jetzt sind wir hier an der Baumgrenze angekommen. Ein paar stehen hier noch, aber so langsam werden das die letzten sein. Auf dem sogenannten kleinen Brocken, aber bis zum großen Brocken ist es noch ein Stück, aber immerhin kann man den Gipfel von hier aus schon sehen. Ja, und jetzt mache ich mal was, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, und zwar eine Roomtour. Und zwar muss ich ehrlich sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Zimmer hier im Brockenhotel so schön sind und gibt hier sogar Kaffee zum selber machen. Ich meine, okay, ist jetzt nicht gerade die umweltfreundlichste Lösung, aber ist schon schön, wenn man sich nach der Tour einen Kaffee kochen kann. So, und das ist meine Aussicht. Ich habe tatsächlich ein Zimmer mit Blick zum Brockenstein bekommen und bin echt überrascht. Ist doch sogar noch ein bisschen Aussicht heute. Kommt jetzt auf der Kamera nicht ganz so gut rüber, aber also ein paar Kilometer kann man schon weit schauen. Ja, und dann würde ich sagen, zeige ich euch auch nochmal das Badezimmer. So, hier bin ich, frisch geduscht. Ja, dann haben wir hier Waschbecken, Toilette und Dusche. Ne, ich habe echt gedacht, das Brockenhotel wäre nur eine einfache Wanderherberge, aber
Das Zimmer sieht schon richtig nach Hotelzimmer aus. Ja, und so langsam geht jetzt hier die Sonne auf. Aber also ich stehe jetzt hier im Windschatten vom Brockenstein. Aber außerhalb des Windschattens ist schon recht heftig. Ich denke mal, ich werde mal gucken, ob ich nicht doch hochgehe auf die Plattform. Ja, jetzt stehe ich hier am Brockenstein, genau im Wind. Das ist schon heftig. Ja, eigentlich hatte ich vor, von hier aus ein paar Zeitrafferaufnahmen zu machen vom Sonnenaufgang, aber bei dem Wind keine Chance. Da bläst mir so das Stativ um. Ich werde jetzt mal gucken. Oben im Brockenhotel gibt es eine Plattform. Die ist verglast. Mal gucken, ob ich da vielleicht eine Kamera einstellen kann. Schauen wir mal. Ja, das scheint auf jeden Fall einen schönen Sonnenaufgang zu geben. Jetzt bin ich hier auf der Aussichtsplattform vom Hotel in der 8. Etage, in der obersten Etage. Hier ist es natürlich wesentlich ruhiger. Also hier oben kriegt man gar nicht ganz so viel mit von dem Sturm. Leider ist nur eine Hälfte der Aussichtsplattform offen, aber immerhin kann man ja ein bisschen was sehen. So. Aber ich glaube, jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Super tolles Wetter. Ja, und gestern konnte man diese Markierung noch gar nicht sehen. Da war ja noch alles weiß. Ja, ist doch um einiges wärmer geworden über Nacht. Ist einiges an Schnee schon wieder weggeschmolzen und Eis. Und dementsprechend, also gestern war der Schnee hier noch schön verharscht und jetzt ist er sehr weich und matschig. Ja, hier noch mal ein Blick auf die Eckartalsperre. Ja, von da sind wir gestern gekommen, dann ging es da hoch und ich denke mal, ich mache den Rückweg vorbei an der Rangerstation Scharfenstein. Schauen wir mal. Ja, das ist dann jetzt der Scharfenstein. Aber da werde ich jetzt heute nicht mehr hochklettern.
Ja, es ist Samstag. Wir haben es jetzt so gleich 1 Uhr. Und jetzt wird das hier auf dem Weg hier ganz schön voll. Aber ich bin jetzt auch gleich am Ilsestein zurück. Und von da aus sind es dann ja nur noch ein paar hundert Meter zu meinem Auto. Ja, es ist Samstag, schönes Wetter, da zieht es die Leute natürlich raus. Ja, jetzt bin ich am Waldhotel am Ilsestein angekommen. Da habe ich ja vor ungefähr einem Jahr übernachtet. So, von hier aus sind es jetzt noch ein paar hundert Meter zum Parkplatz. Mal gucken, ob mein Auto noch steht. Ich fahre dann jetzt wieder nach Hause. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.